Hallo Leute, willkommen zum zweiten Part dieses Minecraft Let's Play auf dem Grubecraft Server. Ja, letztes Mal haben wir Holz, also Dunkel-Eichenholz gesammelt. Und ich habe währenddessen noch ein paar Sachen gesammelt, die ja zu langweilig sind und zu selten. Zum Beispiel Dias. Und zeige dann unten noch, was ich noch gesammelt habe. Und dann erkläre ich euch, was es mit der Rollenspielwelt so an sich hat. Zuvor müssen wir aber noch kurz ein Diaschwert herstellen, weil das so eigentlich immer mein zweites ist. Und versuchen mal zu enchanten. Ja, das geht sehr gut ohne Lapis Lazuli. Das brauchen wir auch noch. Sehr gut vorbereitet. Haltbarkeit 3. Immerhin. Oh, hat das gedauert. Gut. Die können wir dann für später verzaubern, wenn wir nicht Gutes drauf bekommen. Also wenn wir es schon einsehen, dann bräuchten wir eigentlich die auch gar nicht mehr. Die Sticks nehme ich eigentlich immer mit, damit ich wenigstens einen Ersatzwaffe oder Werkzeug machen kann. So, gucken wir noch kurz runter, dann können wir uns teleportieren. Weil ja, die Portale, die ist sowas von langweilig, da immer durchzugehen. Da haben wir das übersprungen. Ich habe Diamanten gesammelt, das sieht man hier. 128, 131 Diamanten. Recht viel Kohle, also Kohleblöcke, Goldblock, Eisenblock. Alles so ein bisschen zusammengemacht, eben in die Blöcke. Und ganz viel Redstone habe ich gefarmt, damit ich eben die 30 Levels habe. Jetzt habe ich genau 29, jetzt muss ich noch ein bisschen farmen, ganz wenig. Also ihr seht, wie wenig ich noch brauche. Hier habe ich das Eichenholz reingetan. Also das dunkle, schwarze Eichenholz. Ja, schwarz. Dark Oak. Was habe ich noch gesammelt? Hier seht ihr, wie viel Wüstentempel ich schon gefunden habe. Tipp, es gibt 9 pro Tempel. So. Ja, 3 habe ich gefunden. Es ist nicht so... mein Ziel natürlich auch ist nicht mein Ziel, Smaragde zu finden in einem Extremely Hills Biom. Das habe ich mir für 7 Goldbarren erhandelt. Dann habe ich wenigstens einen, kann ich auch bald mal Smaragdblöcke herstellen. Und Slimebälle habe ich noch gefunden. So, also das wär's. Jetzt gehen wir nämlich ins... in die Rollenspielwelt, also teleportieren uns, dann haben wir die Portalwelt übersprungen. So. Ist anständig. Ah, das Syntax ist hier. Mein Kollege. So, er hat gedacht, er sucht eine Wüstenwelt, damit er die Römer machen kann. Er will wahrscheinlich so ägyptisch-römisch machen, also weil ja die Römer nach Ägypten gegangen sind, weil der Julius Caesar eine schöne Braut suchte und hat dort ja eben die Ägypter so ein bisschen fortschrittener gemacht. So, also in dieser Rollenspielwelt ist unser Ziel zusammenzuleben. Es gibt immer wieder Beispiele, wo ja, man sieht, dass halt die Spieler nicht so zusammen sind, weil sie auch ein bisschen scheu sind oder andere Dinge ihnen stört oder weil sie halt einfach zu wenig die Leute kennen oder so. Und hiermit möchte ich einfach mal so ein bisschen bewirken, dass wir zusammenleben, dass wir Geschichten erleben, dass wir ja uns gegenseitig helfen mit Berufen. Also einer kümmert sich immer um Salz, der andere um die Steine für das Bauen der Gegend und so weiter. Und auch, dass wir ja eben Rollenspiel machen können, also dass wir halt die Spannung und die Dramatik hineinbringen in das Leben auf so einem Server von Minecraft. Weil Minecraft erzählt ja recht gut Geschichten. Also man findet nicht jedes Mal irgendwie ein
Wüstentempel oder ein Dschungeltempel oder ein Dorf. Und ja, so können wir gemeinsam irgendwas erleben und haben dann auch ein Ziel, ein Volk zur Blüte bringen, eine schöne Gegend machen und eben Rollenspielen. Das ist so wie ein Theater und hat in dem Sinn die Bedeutung, dass man ein Leben simuliert, als würde man in diesem Spiel sein und miteinander auskommen müssen und ja, die Geschichte leben. Und ja, hier haben wir die Gegend, wo ich so ein bisschen ausgesucht habe, vor allem wegen dem Dark Oak Wald, weil ich finde, Japaner, das Volk, das ich jetzt mache, weil ich einfach der Baustil so liebe und es relativ leicht ist, auch schön zu gestalten, weil die Japaner recht gerne Gärten haben oder sonstige Pflanzen, was bei anderen Völkern jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht. Auch mal irgendwie im Wald, also Waldhüttenhäuser würde auch irgendwie passen. Ja, es ist halt nicht so edel, wie die meisten Japan kennen, aber es war auch mal ein relativ primitives Volk, das einfach mehr auf die Religion und auf die Schönheit, die Angenehmheit zu wohnen konzentrieren, oder? So, ja, in den nächsten Folgen werden wir also hier etwas bauen. Dafür habe ich ja das Holz gesammelt. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich noch nehmen soll, aber wahrscheinlich Lehm. Da werde ich da noch ein paar Sachen suchen. Und ja, werde die ersten Leute, also jetzt Syntax ist schon dabei. Sorry für den komischen Hals von mir. Also die Stimme ist ein bisschen abgesackt. Ja, ich bin immer wieder ein bisschen erkältet, weil es hier oben immer so zieht, so viel Wind hat. Oh, Wölfe. Cool. Ich habe keine Knochen, aber die könnte ich dann mal zähmen. Ja, also eben suche noch Leute und dann können wir mal vorbauen und dann andere auch ein bisschen motivieren. Und mein Ziel ist ja im Let's Play so gut wie möglich dann auch zusammen dann aufzunehmen oder auch nichts aufzunehmen, einfach noch zu reden oder es ist wirklich überhaupt kein Zwang hier auf dieser Welt irgendwas zu machen. Aber man muss einfach bedenken, dass jedes Volk dann einen Anführer hat und wenn dem es nicht so passt oder so, dann müssen wir halt drüber reden. Und da kann es schon mal passieren, dass jemand wütend ist, weil er halt nicht genau das machen kann, was andere wollen, oder? Wenn ein Raumschiff in einer antiken Römersiedlung baut, dann ist wahrscheinlich das der Syntax nicht so zufrieden mit dem Stand der Dinge. Da muss es umplatzieren, abreißen oder ich weiß nicht, was noch machen. Es ist halt in dem Sinne eine Rollenspielwelt, wo Sachen müssen passen. Aber man ist halt auch selber schuld, wenn man blöd baut. Es ist sozusagen auch eine Herausforderung, halt mal Japanisch zu bauen oder Spanisch oder ja, Römisch. Und für mich, der immer wieder Herausforderung braucht und so, ist das eine mega Motivation, aber halt auch eine Herausforderung. Jo, sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir hier schön einen Bogen gemacht. Bisschen das Reich gesehen und wir können noch ein bisschen das Video länger machen. Ich mache übrigens die Parts zufällig lang, weil ja, ich habe nicht mehr so Bock, immer die ganze Zeit 30 Minuten Parts zu haben. Auch weil ich dann schon ein bisschen länger hochladen kann, ohne dass es mich stört. Und
Ja, je nachdem, wie spannend halt ist, dann auch zuschauen. Und ja, vielleicht freut sich ja jemand über längere Parts oder weniger längere Parts. Ja, es gibt auch Leute, die wollen nur 10 Minuten schauen, oder? Das ist ganz normal. Für die habe ich dann sicher auch ein paar Parts. Und aber ich schaue, dass es halt auch ein bisschen geregelt ist. So, wir gehen in die Farm. Dafür müssen wir hier nochmals durch die Farm-Portalwelt. So. Das war jetzt nicht so eine gute Farmwelt, die. Dann gehen wir in die rein. Dort hatten wir Sumpf. Ich bin falsch. Ah, ich muss nochmals in die Farmwelten rein. Ich bin völlig so ein bisschen noch am Verehren hier in der Farmwelt, weil sie ja auch schon sehr groß ist, die Portalwelt, meine ich. So, ja, das ist gut. Weil Smaragde könnte ich gebrauchen. Guck ich mal. Wir haben Regen und Schnee hier. Ja, hier ist es tief, da gehen wir runter. Und wir könnten in die Höhle rein. Gibt es hier noch eine andere Höhle? Jo. So, hier gehen wir runter. Hallo? Meine Tastatur ist ein bisschen schräg, da verliere ich schon ein bisschen die Orientierung zwischen den Werkzeugen. So. Wir finden sicher einen Lavasee, wo wir qualvoll sterben. Und der Regen nervt mich gerade ein bisschen. Könnten wir ein bisschen leiser machen. So. Das ist jetzt wirklich nichts für meine Ohren. Ich habe es leider noch ein bisschen, ja, schon ein bisschen mehr lauter als ihr. Gut, das ist gut. Ja, genau, das ist schlecht, aber wenn gerade ein Creeper da ist. Weil mein Headset wirklich schon am Limit ist, bei 1% unten. Ja, da brauchen wir eigentlich jetzt nicht so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle. Lieber Eisen. Aber wir müssen runter dann zum Smaragd. Das ist noch ein bisschen zu hoch, ja. Eigentlich direkt so am Anfang des Smaragdgebietes. Geht's nicht mehr runter. Schade. Was? In der Map droppen keine Items. Ja, die Plugins machen immer Probleme. Früher war es so, die Plugins konnte man 100% vertrauen und heutzutage ist es leider nicht mehr so. Die Plugin-Entwickler nerven sich schon ein bisschen, wenn das Upgraden ohne Zusatzinhalt so richtig. Oder kümmern sich nur noch um einen Server und bieten das nicht mehr in der Öffentlichkeit frei. Und dadurch haben es die Server-Owner richtig schwer, da anständige Plugins zu bekommen, wo alles funktioniert, so wie man es gern hätte. So, ja, da müssen wir buddeln, hä? Schade, gehen wir noch ein bisschen runter. Ja, ich doch irgendwo etwas. Es ist schon fast zu weit unten. Weil unter 20 bekommen wir nicht mehr so viel Smaragd. Das ist ein bisschen blöde. Aber ja, kann man nichts machen. Da ist es. Kein Spinnenreiter, nur eine Spinne und Skelett. Ja. Mein Vater, muss mir der sagen. Dass er weggeht. Gut. Haben wir hier was? Wir haben hier. Ja, Redstone. Genau, wir haben Redstone. Ein bisschen Lazuli. Haben wir alles schon sehr viel? Ich brauche Smaragde.
Ja, ich mache jetzt... Ah, da oben ist er. Cool. Ich mache jetzt nicht so viel Licht, weil... Ja, sonst müsste ich immer wieder Fackeln machen, wenn wir so schnell uns erkunden. Und ja... Ich habe ja recht hell, also mich stört es, wenn es immer so extrem dunkel ist. Die haben auch Smaragde, die wollen auch Smaragde farmen. Also ja, die bekommen sie über. Das ist so ein Spiel, das ja, Überleben, also von Zombie-Horden und so Sachen, muss man überleben, und mit Smaragden kann man Sicherheit kaufen und Rüstungen, also ja, einfach Equip. Sind wir schon eigentlich draußen? Nein, wir sind noch in den Extremen hier. Ich kann es fast nicht lesen, aber ich habe es jetzt kleiner gemacht, den Chat auch kleiner gemacht. Weil es einfach zu groß ist, das Nutzer-Interface. Hier haben wir wieder bald etwas. So. Gold. Können wir mitnehmen. So. 30 haben wir. Müssen nichts mehr farmen. Kein Level mehr. Weil es geht extrem langsam dann. Und das ist Verschwendung. Was ist jetzt los? Member. Das Lazuli, Skelette. Gold. Ja, das mit dem Smaragden ist immer eine Herausforderung. Aber, ihr denkt wahrscheinlich schon, wieso ich die Diamanten so dringend benötige. Also dringend jetzt nicht, aber ich möchte schon ein bisschen etwas erreichen mit dem Dorfbohnen und so. Wahrscheinlich werde ich dann ein Dorf gründen, weil es keine Dörfer gibt in der Rollenspielwelt, aber dann haben wir ja eine Art Simulation, wo halt keine Spieler dort sind, nur Spieler, wo halt dann handeln wollen, und dafür muss ich danach sehr viel Smaragde einsetzen, damit sie überhaupt gutes Handelsinventar haben. Und da das nicht anders geht, muss ich die Dorfbewohner dann einfach kurz neu spawnen. Aber ich werde nur zwei machen, dafür mehr Häuser, dass die sich dann ausbreiten. Und dann bleibe ich manchmal AFK dort. Das ist das Beste. Also eben auf meinem Server ist man nicht so... wie sagt man dem? Ja, da kann man nicht einfach sagen, ja, man spawnt die Welt so oft neu, bis man ein Dorf hat, das genau so ist, wie man gerne möchte. Und da spawnt man eine Welt mit World Multiverse und hat dann ja, leider eine Welt ohne Dörfer. Und da muss man halt dort, wo die Spieler halt bauen wollen oder so, wenn sie ein Dorf möchten, ein Dorf wohnen, dort halt eins spawnen lassen. Weil die Dorfbewohner auch nicht transportierbar sind, so wie man es gern hätte, aus durch einem recht nervtötenden Türengang. Ja, oder Loren. Aber Loren gehen wieder zurück. Also man braucht die Türen. Das ist richtig ätzend. Das habe ich schon mal gesehen in einem Let's Play, wie unnötig das schwer gemacht wurde, weil die Dorfbewohner einfach in ihrem ehemaligen Dorf bleiben wollen. Tja, also wie viel haben wir? 6 schon? Boah. Ja, wir bekommen mehr über durch dieses Glück. 3. Das ist so cool. Aber die Spitzhacke, die geht recht schnell kaputt. Ist negativ. Wir haben keine Höhle mehr hier. Ja, da drüben könnte irgendwo wieder eine Höhle sein. Und das
die wir schon entdeckt haben. Eigentlich möchte ich ja das nicht benutzen, weil es ja cheaten ist. Nutze es aber auch sehr wenig. Kann man das eigentlich abschalten? So nicht. Ja, das muss ich auslassen, sonst ist jetzt nicht mehr angezeigt. Das ist schlecht bei diesen Minimap, die sind immer zum Cheaten da. Es ist einfach keine Herausforderung mehr, wenn man keine Höhle mehr suchen muss und so. Tja. Hab ich ja, also sehe ich doch nicht. Immer Höhlensicht, Höhenlicht. Ja, das kann ich anlassen, weil wir Höhlen da nicht mehr sehen, aber ich kann es nicht. Das ist das Problem. Ja. Da vielleicht Höhlen anzeigen. Nee, jetzt bist du nicht weg. Du bist nicht weg. Brauchten wir die 1. So. Gut, jetzt ist er nicht. Also ich würde empfehlen, wisst ihr, das nicht zu benutzen, auch im Singleplayer nicht, weil es eben alles eigentlich anzeigt. Ach so ist es nun mal. Solche Minimaps. Rauben den Spielspaß, die Herausforderung und eigentlich das Survival-Feeling. Ich bin immer einer, der so ein bisschen gegen Cheating ist. Wenn ich alleine bin oder auch eben wenn ich mit anderen zusammen bin, weil ich halt auch eine Herausforderung brauche. Ich habe jetzt lange gezögert, das Dia-Schwert zu benutzen, weil es war schon eine coole Herausforderung mit Eisenschwert, also ja, immerhin noch eine Herausforderung und der Rüstung, die kann ich sowieso bald kaputt geht. Hätte ich auch ohne machen, also habe ich lange Zeit ohne gemacht und hätte ich auch weiterhin ohne machen können. Aber ja, dann lieber dann in 1.0 dann eine Herausforderung haben mit dem neuen Kampfsystem, bis ich mich eingewöhnt habe. So, wir finden nichts mehr. Leider. Ja, dann beende ich das Video, das wird langsam lange. Dankeschön fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir dann bauen. Und hier waren wir vor. Gut, jo. Bis nächstes Mal. Tschüss.